wird immer noch oben gelaufen. Ich kann auch einen anderen Tipp loswerden. Und zwar, wenn die Band nachher spielt, wenn man sich hier auf diese Dinger raufsetzt, dann vibriert das am Po. Das ist ganz toll. Also, falls ihr Interesse daran habt. Finde ich total nett. Du hast übrigens ein Z auf der Stirn. Wie Harry Potter sah das gerade aus. Warte mal. Ah, jetzt ist es weg. Da war irgendeine Schrift. Ach so. Naja, das kriegt man oft zu hören, wenn man schwarze Haare und eine Brille hat. Stimmt, du hast ja auch so Ähnlichkeiten. Ja. Bisschen in die Jahre gekommen. Und immer noch keinen Abschluss. Ja, das war der schöne Sturm. Wir hatten mehrere Stürme und das Tollste daran war, dass immer diese Musik kam dann. Deshalb mochte ich Sturm eigentlich ganz gerne. Ja, mit meinem Teil des Buches verhält es sich so, dass ich mich ein bisschen um die Wahrheit gedrückt habe, zu erzählen, was passiert ist und wie doof man zwischendurch die Leute fand oder wie toll. Und deshalb das alles in die Zukunft versetzt habe und meine Enkelin auf eine ähnliche Reise geschickt habe. Das Spiel 2063. Ich vermute, ich lebe noch. Also ich, die Oma. Aber darüber ist hier nichts berichtet, wo ich bin. Meine Enkelin heißt so wie ich und ist von Beruf Eisbärenzeichnerin. Das Ulkige daran ist, dass es nur noch eine Eisbären gibt und deshalb gibt es gar nicht so viele Eisbären zu zeichnen. Und sie fährt mit einer Filmcrew in die Arktis und die wollen diesen letzten Eisbären abknallen. Warum, kann ich nicht so einfach erklären. Das steht in dem Buch. Warum und ob sie es dann machen. Als nächstes lernte ich Ilian kennen. Er sagte Hi und ließ seinen Zeigefinger wild in der Luft über seinem Kopf mehrfach auf sich selbst zeigen. Ilian, ich bin der Assistentenassistent. Der Assistent kann nicht mitkommen, der ist krank geworden. Also bin ich quasi der Ersatz vom Assistenten, ja, oder der Hiwi, der Assistenten-Hiwi. Und du? Ilian, was politikerst du da rum? Fick, räum die Kisten in den Fahrstuhl. Wenn ich zack sage, ist es zu spät, zack. Kutz schob mit dem Fuß große silberne Kisten zum Lastenaufzug. Der ganze Flur war vollgestellt mit Taschen, Rucksäcken und diesen großen silbernen Kisten. Kai stand neben Kisten, die so hoch waren wie er niedrig. Heimlich rutschte der Daumen in den Mund, dann holte er sich eine Zigarette. Es war bekannt, dass die Firma am liebsten mit Kamerakindern arbeitete, die noch einen frischen Blick auf die Dinge hatten. Sobald die Kinder in Lernprogramme kamen, galten sie als zu alt, weil, so die Firmenphilosophie, sie vom Wissen aus zweiter und dritter Hand abgestumpft wurden. Nicht nur deshalb ging der Firma ein zweifelhafter Ruf voraus. Sie hatten so viele Prozesse verloren wie Preise gewonnen. Für Schuss und Schluss zum Beispiel, wo sie suchtis so viele Drogen bezahlten, wie sie wollten, dann einfach mit der Kamera draufhielten, das später der Familie vorspielten und dabei wieder draufhielten. Sie begleiteten auch die erste Mensch-Hund-Hochzeit mit der Kamera, vom Antrag über alle Instanzen bis zur Hochzeit und der abschließenden Hochzeitsreise von Sabine und Hajo, so hieß die Serie. Freakfilm inszenierte außerdem eine Operation, bei der einem Schwarzen und einem Weißen die Haut getauscht wurden. Danach wurden sie in ihren rassistischen Freundeskreis zurückgebracht und erst dort aus den Verbänden geschnitten. Beide wussten vorher nicht, was genau unter Narkose mit ihnen passiert war. Der Doku-Film hieß Blut ist rot. Als Nachfolger gab es einen Geschlechtertausch für die ebenso ahnungslosen jungen Menschen, das hieß dann Zu und Ab. Und jetzt also nicht der Eisbär. Vorspann, schwarzer Bildschirm, Herztöne, die beschleunigen, es setzt fette Musik ein. Ein solcher XXL-Bass, dass man noch Wochen danach zitternde kleine Rehbabys kackt, die schneller vortroppeln, als man spülen kann. Herzschlagtöne, schwarzer Bildschirm, düstere Stimme, in Klammern Urenkel von Ben Becker, die sagt, was zeitgleich auf dem Bildschirm in blutiger Schrift aufblitzt. 51 Tage, keine einzige Nacht. Ein Schiff, ein Eisbär, eine Kugel, ein Ziel. 76 Kekse, 27 Unterhemden, 40 Paar Socken, 85 Liter Kotze, 600 Meter Seemannsgarn. Ja, so soll diese Serie werden. Gegen 9 Uhr kommt einer der Zwillinge, um mir zu sagen, dass sie bald soweit wären. Ich sitze gerade mit Borstel in der kleinen Messe, wo wir einen interaktiven Film spielen. Für was, frage ich. Und weil ich kurz abgelenkt bin, fährt der Captain im Film wieder gegen den Eisberg. Wir wollen dich interviewen, wie du arbeitest und so, also wie du arbeitest als Eisbärenzeichnerin und so, was da der Unterschied ist. Zu was, frage ich abwesend.
Nee, wenn du dich nicht konzentrierst, bringt das keinen Spaß, findet Borstel und lässt die weibliche Hauptfigur ins Wasser springen. Der Unterschied zu Fotos, weil wir dich ja mitgenommen haben, weil das so einen nostalgischen Touch hat. Und da musst du dann sagen, dass es inzwischen authentischer ist, was zu zeichnen, als zu fotografieren, wegen dem Bearbeiten. Genau das muss ich sagen. Ja, nee, jedenfalls sind wir bald soweit. Borstel und ich spielen den Film weiter. Wir versuchen, das Leck im Schiffsrumpf mit Kot zu dichten. Das Menü will die Eingabe nicht annehmen. Dafür kriegen wir den männlichen Haupthelden dazu, die Hände aller gut Betuchten abzuhacken, diese in einem Koffer herumzutragen, eine Waffe zu klauen, durch das sinkende Schiff zu rennen, Hände hochzuschreien und die Hände aus dem Koffer in die Luft zu werfen. Ein großer Spaß für ein Ende. Einer der Zwillinge kommt und sagt mir, dass sie zeitnah dann soweit wären. Wann zeitnah ist, frage ich. Wann zeitnah ist, werde ich zeitnah erfahren, erfahre ich, Abgang Zwilling. Ich weiß nie, ob mir der eine Zwilling alles zweimal sagt oder beide immer das Gleiche. So, ich mache mich mal interviewfertig, ein bisschen Lippenstift auf die Zähne und so. Borstel scheint ganz froh zu sein, dass er den Film noch einmal alleine durchspielen kann. Ich gehe zur Kabine und klopfe ein geheimes Klopfzeichen. Rosa antwortet mit dem internationalen Schnarchzeichen für ich schlafe tief. Sie ist so blass und faltig, man sieht sie kaum im zerwühlten Bett. Ich räume die Kabine auf, weil der Raum zu klein ist, um etwas rumliegen zu lassen. Hier ist alles im Klein-Klein-System eng auch. Könnte auch damit zu tun haben, dass Rosa 2 Meter groß ist und 200 Kilo schwer. Alles, was Rosa besitzt, ist einfach größer als das, was andere Leute besitzen. Um Rosas Gummistiefel laufe ich einen 10-minütigen Umweg, wenn sie in der Kabine im Weg stehen. Mit Rosas Schlüpfern könnte man 8 Master segeln lassen. Nähte man die Beine unten zu, könnte man mit Rosas Hosen Wale fangen, gäbe es noch welche. Rosas alte Pullover gehen ans Kinderhilfswerk, das daraus Zelte für Flutopferkinder errichtet, die aus den Pulloverärmeln ein- und ausgehen. Um Rosa zu beschreiben, muss man von allen Menschen auf der Welt am allerdollsten zum Übertreiben neigen. Und in meiner Familie neigen gerade die weiblichen Nachkommen mütterlicherseits so sehr zum Übertreiben, dass wir drübertreiben dazu sagen. Ganz am Ende meiner kleinen Reinemacherei reime ich das Schränkchen über dem Waschbecken auf. In dem Moment wird das Schiff gerammt und dröhnt ordentlich von dem Schlag. Der Inhalt des Schränkchens über dem Waschbecken ist ins Waschbecken gefallen. Wieder von vorne anfangen, die Schränke einzuräumen, ist die maritime Form des Laubfegens. Gegen 10 sagt mir einer der Zwillinge dann, gleich wäre es soweit, gleich wäre gleich, klar. 10:30 heißt es, das Interview stünde unmittelbar bevor und unmittelbar wäre wirklich unmittelbar. Ich gehe zu Borstel und sehe ihm zu, wie er den Film so zu Ende spielt, wie er ihn aus der Originalfassung kennt und immer spielt. 12:00 heißt es für mich plötzlich jetzt und ich werde verkabelt. Nils fädelt mir das Kabel um den Arm durch den Pullover, durch die Gürtelschlaufe in die Hosentasche. Er bedeutet mir, indem er auf mein im Kragen verstecktes Mikro tippt, dass ich zur Probe etwas sagen soll. Ich sage, mein Name ist Kirsten Fuchs. Ich bin mit dieser Expedition unterwegs, um für das CD-Projekt Eisbärenzeichnung anzufertigen. Auf der CD sollen die Lieder der Zwillinge sein, von diesen inspiriert und auch von der Landschaft werde ich. Passt, unterbricht mich Nils. Er setzt die Kopfhörer auf und dreht an Knöpfen. 10 Minuten später kommt einer der Zwillinge und sagt bald. Ob bald nach jetzt und jetzt nach zeitnah ist, will ich wissen. Der Zwilling weiß es nicht. Er ruft den anderen Zwilling, denn alles, was sie nicht alleine wissen, wissen sie vielleicht zusammen. Ich halte mich für einen erstaunlich lebensfähigen Menschen. Ich bin meinem Biotop perfekt angepasst. Darüber hinaus bin ich schon Fallschirm gesprungen, habe Dichterschlachten gewonnen, trotz Höhenangst im 18. Stock auf einer Balkonbrüstung gestanden, bin S-Bahn gesurft, als es den Begriff noch gar nicht gab, habe Insekten gegessen und einen Komodo-Varan gestreichelt. Ich habe den Millennium-Bug überlebt. Ja, Dankeschön erstmal, das als bevor dann schon mal Robert and the Roboters das erste Mal auf die Bühne kommen und vor der Pause 2 Songs spielen und dann gibt es eine Pause und dann geht es immer so weiter und dann gibt es irgendwann das Konzert, aber das wird dann peu à peu erklärt, wie das jetzt alles weitergeht. Man muss keine Angst haben, dass plötzlich irgendwas passiert. Dass man passiert. Den Anschluss verliert und ich weiß, was gerade passiert. Ja. Ja, erzähl doch dazu noch was, während ich den Film, du kannst ja sagen, also was ich soll ja immer, wenn du dich da runterbeugst, was sagen. Ich wollte sagen, dass ich damals mich total gefreut habe, als sie gesagt haben, sie wollen lebensunfähige Leute. Und ich dachte, endlich wird dieses Talent mal gebraucht. Immer habe ich gedacht, in welche Bewerbung kann ich das mal reinschreiben? Und dann kamen sie direkt so damit auf uns zu.